Meros, der MVP von diesem Arc, stellt sich den großen Ziegensammer. Der Typ meint es auch echt ernst. Er nutzt seinen Stab als Angriff, aber genauso gut packt er die Gun aus der Hut aus. Meros großer Gerechtigkeitssinn brachte ihn dazu zu kämpfen. Doch das zieht extreme Konsequenzen mit sich. Was ich genau damit meine und weshalb wir Son Goku in einer sehr bekannten Pose von damals wiedersehen, dies und mehr gibt's in meiner Review. Aber vorher noch ein knackiger Flashback für euch, was letzten Monat passiert ist. Also Freunde, willkommen zu meiner Review zu Dragon Ball Super Kapitel 63. Wir haben auf jeden Fall einiges zu bereden. Der letzte Monat war schon sehr stark und hat einen wirklich extremen Cliffhanger dagelassen. Und dieser Monat macht eigentlich so ziemlich damit weiter. Falls ihr euch fragt, wo meine Review zum Boruto Kapitel ist, keine Sorge Leute, das wird dann morgen kommen. Ich kann leider nicht zwei Videos gleichzeitig sofort nach Release hochladen. Deswegen morgen 14 Uhr stellt euch darauf ein, das neue Boruto Kapitel in der kompletten Analyse. Abgesehen davon, falls euch das Intro hier gefallen hat, dann checkt unbedingt Kame Arts aus. Der gute Dude hat einen YouTube-Channel und auch einen Instagram-Kanal. Auf dem YouTube-Channel findet ihr auch die komplette Animation, die ich euch hier eingeblendet habe, denn es gibt noch ein bisschen mehr dazu. Allgemein haut der Dude einfach immer wieder raus. Deswegen tut mir und ihm einen Gefallen und lasst auf jeden Fall ein Abo bei ihm da. Auch bei mir wäre es natürlich sehr korrekt, wenn ihr ein Abo auf den Kanal hier da lassen würdet. Wir pushen gerade ein bisschen die Abonnentenzahl hoch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr bis zum Ende des Jahres auf diesem Kanal hier erreichen könnt. Und bedanke mich hier wie immer für den Support, der schon seit Jahren wirklich sowas von stark ist. Deswegen auch an dieser Stelle, lasst einen Daumen nach oben da, falls euch das Video hier gefällt. Wie immer, ihr könnt das Chapter komplett kostenfrei auf Manga Plus lesen. Lasst mir auch unbedingt im Anschluss eure Meinung zu dem Kapitel in den Kommentaren da. Kommen wir also dazu, was das letzte Mal geschehen ist in Kapitel 62. Ja, der gute Vegeta hatte zwar seinen Moment gehabt, aber ja, der Dude wurde absorbiert und ziemlich fertig gemacht. Zu seiner Verteidigung, den Z-Fightern ging es nicht wirklich besser. Piccolo und Sogon haben ordentlich auf die Fresse bekommen. Was mit Son Goku ist? Naja, der gute Dude wurde gelöchert. Am Ende des Kapitels ist also Meros da, der eingreifen wollte und nun in diesem Kapitel geht es darum, was Meros getan hat. Und ich muss nochmal sagen, letzten Monat war es einfach insane. Nicht nur das Video, was überperformt hat, wir sind sogar getrennt, Leute. Wir sind mal wieder mit Dragon Ball getrennt. Liebe geht definitiv an euch alle dort raus. Und ich fand den Vibe einfach von letzten Monat richtig nice, wie alles gefeiert haben, dass Dragon Ball Super so ein wenig Dragon Ball Z-Vibe hatte, weil es eben sehr, sehr brutal wurde. Und ich denke, wenn das Ganze animiert wird, wird das Ganze nochmal eine Ecke schöner sein für uns Fans. Deswegen, letzter Monat war auf jeden Fall, wie ich finde, sehr schön vom ganzen Vibe von der Community her. Und zum Thema Anime, Leute, ihr kennt meine Antwort, wenn ich was weiß, gibt's Infos, solange gibt's keine Infos, denn wir alle tappen momentan im Dunkeln. Also Freunde, ich habe gerade das Kapitel komplett gelesen, Dragon Ball Super Kapitel 63 und wow, ich muss sagen, das Kapitel fand ich wirklich sehr, sehr stark. Ich muss hier sagen, das, was gemacht worden ist mit Meros als gesamter Charakter, finde ich unglaublich gut und glaubt mir, das, was gerade hier in diesem Kapitel passiert ist, hat unglaublichen Impact darauf, was in den nächsten 20, 30 Dragon Ball Super Kapitel passieren wird. Ich glaube sogar, dass diese Tat hier wirklich wichtig sein wird für das Endgame der Dragon Ball Super Serie, je nachdem, wie sie das Ganze in Zukunft machen wollen. Aber ich denke, dieses Kapitel war essentiell wichtig, weil echt wirklich das Ganze ziemlich gut aufgebaut worden ist. Obwohl ich Meros gar nicht lange kenne und wir wirklich nicht viel von ihm hatten, ist mir der Dude einfach sympathisch gewesen und mit dem Kapitel hier hat man nochmal so ein wenig, kann man sagen, auf die Tränendüse der Zuschauer gehauen. Ich denke, im Anime kommt das Ganze natürlich nochmal ein bisschen besser rüber. Aber Freunde, Leute, wenn ihr das Kapitel gelesen habt, dann müssen wir auf jeden Fall in den Kommentaren ein Hashtag Ehrenmeros droppen. Der Bruder war wirklich nicht von dieser Galaxie. Also, gehen wir das Ganze chronologisch durch, wie immer, wie ihr das von den Reviews kennt. Meros ist nämlich hier, um gegen Moro zu kämpfen. Er möchte nämlich das Training beenden, was er natürlich mit Son Goku gehabt hat. Und man merkt wirklich, Son Goku bedeutet Meros viel, viel mehr, als man vorher gedacht hat. Und das wird natürlich später im Kapitel noch wirklich, ja, einem klarer. Wie ich eben angesprochen habe, das, was hier passiert, hat enormen Impact. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie das, dann
dann sein wird gegen Ende der Dragon Ball Serie. Aber ich denke, diesen Punkt, den ich mit dem Universal Survival War ansprechen möchte, weil das bei Dragon Ball Super immer so ein kleines Thema ist, den hebe ich mir, glaube ich, für gleich auch für das Ende der Review, damit wir nochmal das Ganze abschließen können. So, wie es aussieht, hat Medusa auch hier keine Lebensenergie, weil er eben ein göttliches Wesen ist, aber das sollte nicht sonderlich weiter wichtig sein. Wurde hier halt nur gedroppt. Und Medusa kämpft auf Dragon Ball OG Basis mit einem Stab und Leute, es hat einfach diesen anderen Swag. Wie Medusa da mit dem Stab kämpft, es sah einfach richtig, richtig nice aus und allgemein, wie agil der Typ ist, wie Medusa sich eben gibt, wie er kämpft, machen ihn einfach umso sympathischer und ich fand den Kampf an sich sehr gut von Toyotaro gewählt. Ich muss an sich mal sagen, ich war ja ein bisschen ich war ein bisschen weniger überzeugt davon, wie Toyotaro den ersten Kampf von Son Goku Ultra Instinct gegen Modo gestaltet hat. Aber ich muss sagen, ich finde gerade mit diesem Arc merkt man immer mehr, wie Toyotaro immer mehr Dragon Ball so ein bisschen zu seinem eigenen Ding macht und immer besser klarkommt. Also ich finde, Toyotaro lernt mit diesem Arc hier wirklich mit am meisten mit und ich bin sehr gespannt, was er in Zukunft noch abliefern wird in Bezug auf Dragon Ball, weil das, wie gesagt, hat mir hier sehr gefallen. So, letztes Kapitel haben wir die Diskussion gehabt, wer hat denn unsere Z-Fighter gerettet, weil die Z-Fighter, die von Modo anders aus dem Leben genommen worden sind, sind nicht mehr beim Kampfort, sondern sind weggetragen worden. Die Frage war natürlich, war das Whis, war das Midos? Wie es aussieht, war es Whis, weil wir haben auch Whis, der hier am Start ist, mit eben Beedos. Und das heißt auch, dass die Erde eigentlich sicher sein könnte, weil Modo kann in keinem Zusammenhang die Erde zerstören, ohne dass Beedos sagen würde, hey, ich habe da auch so ein Wörtchen mitzureden, weil Beedos bleibt sogar hier und möchte nochmal bei Bulma was fressen gehen. Die Sache ist die, ich würde einen kompletten Finisher von Beedos in diesem Arc immer noch nicht ausschließen. Ich würde aber sagen, die Chance dazu ist relativ gering, denn Son Goku bekommt den heftigen Kampf in diesem Arc. Son Goku bekommt nächsten Monat einen Kampf, der anders krank sein wird. Also was Son Goku machen wird, ich bin super, super gespannt, wie ich das vielleicht sogar lange nicht mehr war bei einem neuen Dragon Ball Super Kapitel. Ich bin sehr gespannt, was Son Goku dann nächsten Monat pullen wird. Wir haben mit Vegeta die Komponente gehabt, dass Vegeta es wieder gut machen wollte. Und wir haben mit Vegeta folgende Sache gehabt, dass er die Energie von Modo wieder absaugen konnte und so die Namekianer wiederbeleben konnte. Nicht alle, aber auf jeden Fall einen großen Teil von ihnen. Also Vegeta hat in diesem Arc diese Wiedergutmachung schon gehabt. Vegeta hat für seine Sünden der Vergangenheit bezahlt. Jetzt haben wir das Wichtige in diesem Arc und zwar, wir haben die persönliche Komponente mit eben Modo und Son Goku, denn Modo hat dafür gesorgt, dass Medusa am Ende des Kapitels ins Gras beißt. Dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Son Goku, eine Person, die natürlich nicht gerade erfreut darüber ist und deswegen haben wir die persönliche Komponente, dass wir eben sagen können, hey, Son Goku kann einen sehr guten Finisher gegen Modo bekommen, weil wir eben nun die perfekte Prämisse für einen Kampf geschaffen haben und ich denke, Medusa ist immer noch als Möglichkeit da, weil er halt physisch da ist. Er ist halt physisch anwesend auf der Erde. Aber ich denke einfach, wie gesagt, mittlerweile mit den Ereignissen, dass es jetzt mal wieder Dragon Ball GT ist, also Dragon Ball Goku Time. Und ich denke, er wird den Finisher hier bekommen. Ich denke, Son Goku wird, wie eben erwähnt, einen sehr, sehr nicen Finisher bekommen. Aber die Sache ist immer noch die, es könnte natürlich sein, dass Son Goku alles gibt, Modo auch voll fertig macht, aber Modo mit dreckigen Tricks irgendwie noch überleben kann und dann Beerus dazukommen kann und dann die Drecksarbeit erledigen könnte, weil er ist auf der Erde und Beerus möchte wohl am Leben bleiben. Deswegen kann ich mir sowas vorstellen. Aber Beerus wurde in diesem Arc sehr, sehr passiv gehalten die ganze Zeit lang und ich bin mir persönlich gerade nicht so sicher darüber, was Toyotaro mit Beerus anstellen möchte. Ob er Beerus noch irgendwas Besonderes gibt oder ob er Beerus die ganze Zeit gezeigt hat, nur um den Zuschauer zu zeigen, hey, Beerus ist zwar hier, aber er möchte nicht eingreifen, weil es ihn nicht interessiert. Aber ich denke, wir bekommen noch diesen Beerus-Abschnitt, wo wir ein bisschen mehr in seine Persönlichkeit reingehen, wo wir ein bisschen mehr Struggle von ihm sehen werden und ich denke, das wird auch noch kommen. Vermutlich halt jetzt hier nicht in dem Arc gegen eben Modo. Son Goku wurde dann wieder geheilt, denn wie ihr wisst, letzten Monat hat er eine krasse Wunde abbekommen und come on guys, es war klar, dass es passieren wird, dass er eben geheilt wird, aber trotzdem muss ich sagen, für mich mindert es nicht den Auftritt vom letzten Monat, weil letzter Monat war einfach so brutal, so lässig, würde ich schon sagen, und das hat mir trotzdem gefallen. Und dass Son Goku hier geheilt wird, war eben abzusehen. Deswegen, mich persönlich stört es nicht, wenn einer sagt, hey, das ist doch voll blöd, dass er letzten Monat so eine Attacke abbekommen hat und Dandy ihn so leicht heilen kann. Kann ich das aber auch nachvollziehen, weil, ja, es, also, darauf wurde nicht wirklich viel Wert gelegt, das in irgendeiner Weise super, super, duper zu erklären, aber wie eben erwähnt, mich stört das eigentlich vom Storytelling an dieser Stelle nicht wirklich. Medus ist auch hier am Kämpfen, ohne seine volle Stärke einzusetzen, denn wenn er richtig ernst macht, löst er sich auf, denn das ist das Gesetz der Engel. Wenn man sich einmischt in Sachen, in gut oder böse, dann wird man eben ausgelöscht, weil wir haben immer wieder gehört, man darf den Engelkodex nicht brechen und man darf sich eben nicht einmischen. Wir wussten aber nicht, was es für Konsequenzen genau hat. Also kommt der Daishinkan und Hakait einen dann oder was passiert dann, wenn man als Engel das Gesetz bricht? Jetzt haben wir die Antwort, man löst sich einfach auf. Also
die Engel haben in sich drin etwas programmiert, dass sie dann sterben oder besser gesagt einfach komplett sich auflösen, wenn sie eben eingreifen. Das ist halt interessant. Oder ich stelle mir die Frage, wird Dragon Ball noch deeper in die Materie reingehen und erklären, warum das so ist? Oder nehmen wir das einfach als gegeben an und sagen, hey, die Engel sind einfach so, weil sie sind und das war so ziemlich. Also ich bin gespannt, wie das geregelt wird, ob das noch wirklich wichtiger sein wird oder eben nicht. Wir haben jetzt von Goku, der als Ultra Instinct wieder zurück ist, aber ziemlich kurz, denn der Auftritt ist wirklich sehr, sehr kurz und danach ist Son Goku wieder normal, denn der Trigger fehlt und Son Goku weiß es, beziehungsweise Meros weiß es, dass Son Goku durch das Training sehr weit gekommen ist, aber der Trigger, um wirklich die komplette Kraft zu entfalten, die Son Goku nun jetzt drauf hat, die aber halt in ihm schlummert, muss eben der Trigger her. Das hatten wir auch im Tunnel der Kraft, wo einige Dinge passiert sind, dass Son Goku eben ja mehr aus sich hinausgehen konnte und genau diese Trigger-Sache hat eben die ganze Zeit gefehlt. Meros macht also hier etwas sehr Besonderes und zwar, er weiß, dass Son Gokus Training geklappt hat und er hindert Moro daran, seine Fähigkeiten zu kopieren und gibt ihm diese anderen Engel-Schellen. Also Meros hat einen richtig niceen Auftritt hier gehabt. Er tut hier alles in seiner Macht Stehende, aber nicht für den Sieg. Meros kämpft hier alleine aus dem Grund, Moros Kopierfähigkeit irgendwie zu zerstören. Er hat hier einen kleinen Monolog und gibt seine ganze Gefühlslage wieder. Er sollte nämlich als Engel immer neutral bleiben, egal was passierte. Aber das konnte er nicht. In ihm wuchs ein Sinn der Gerechtigkeit an. Okay, Toppo wäre definitiv stolz auf dich. Wie dem auch sei, obwohl die Guten eigentlich keine Chance hatten, die vielen Verbrecher zu besiegen, hat die Galactic Patrol es trotzdem immer wieder versucht. Und das brachte Meros dazu, für das Universum einzustehen und auch dafür zu kämpfen, egal was es kosten sollte. Auch wenn er sich auflöst, auch wenn er den Engelkodex bricht, er will um jeden Preis dieses Universum hier beschützen. Es ist Son Goku, der ihn zu dieser Conclusion brachte. Son Goku war das letzte bisschen, was Meros zu diesem Entschluss hier brachte, denn obwohl Son Goku gegen so viel Böses gekämpft hat, hat er seine Gegner oft verschont. Er kann schließlich nochmal gegen sie kämpfen und oder sie davon zu überzeugen, auf die gute Seite zu wechseln. Meros haben diese Worte dermaßen berührt, dass er das Schicksal seiner Ideale in Son Gokus Hände legen möchte. Das Interessante ist auch hier, dass Meros gesehen hat, obwohl Son Goku so stark ist, nutzt er diese Stärke nicht aus und benutzt seine Stärke nicht für etwas Böses oder irgendwie sowas in der Art. Also Meros schätzt Son Goku enorm. Mit seiner letzten Attacke stimmt er auf Moro und zerstört das letzte Stück seiner Kopierfähigkeit. Denn Moro hat ja diese zwei Hände und eben die Stirn und im Kampf hat er die beiden Hände zerstört und am Ende hat er eben die Stirn zerstört, um eben die Kopierfähigkeit von Moro komplett ja zu negieren. Also Meros hat von Anfang an mit dem Gedanken gekämpft, hey, ich kämpfe hier nur, um Son Goku eine Chance zu geben, weil ich weiß, dieser Typ, in den ich so sehr vertraue, der wird einen Weg finden, um Moro zu besiegen und ich werde alles tun, um diesen Weg irgendwie zu ebnen, auch wenn ich dafür selber draufgehen muss. Und hier löst er sich auch, ja, in Avengers Money kann man schon sagen, auf, was ein, wie ich finde, irgendwie schon emotionaler Moment ist, weil, versteht mich nicht falsch, ich habe jetzt nicht die Ultra-Bindung mit Meros, weil wir kennen ihn halt nicht so lange, wie andere Charaktere aus Dragon Ball oder Naruto oder One Piece, was auch immer. Ihr wisst, dass ich solche Tode in solchen Serien immer ganz, ganz toll fühle. Aber, wie gesagt, ich kenne ihn halt nicht lange als Charakter und wir hatten auch nicht super viel von ihm als Charakter. Trotzdem, seine Ideale, für was er einsteht, dass er eben ein Engel ist, der nur neutral sein soll, aber es nicht kann, weil er doch diese Gerechtigkeit hat, diesen Aspekt an Meros fand ich interessant und dass er hier bereit ist, das in Son Gokus Hände zu legen, das fand ich halt wirklich nice gemacht und das bereitet halt etwas auf, was sehr, sehr interessant ist, weil zum einen haben wir jetzt für die nächste Zeit ein sehr gutes Setup, denn es liegt momentan eben in Son Gokus Händen und er ist auch so ein bisschen ruhig in sich gefasst. Ich finde, man hat so eine gewisse Parallele zu Planet Namek, als Son Goku realisiert hatte, dass Krillin gestorben ist und nicht mit den Dragon Balls wiederbelebt werden kann, wie es erstmal mit dem Regelwerk war. Nachher wurde natürlich ein bisschen mit den Dragon Balls getrickst, aber Son Goku in diesem Moment dachte, hey, Krillin ist für immer tot. Und genau hier sieht er auch, Meros ist für immer gegangen, er kann nicht mehr wiederbelebt werden, weil er eben keine normale Lebensform ist. Und ja, es sieht halt cool aus, wie Son Goku da steht und wie er quasi qualmt, wie alles so in ihm durchgeht, gerade in seinem Körper, in seinen Gedanken. Das fand ich sehr schön von Toyotaro gezeichnet und das Ende wurde auch harmonisch unglaublich gut gemacht und auch hier wieder. Wenn das im Anime kommt, Leute, das wird anders spicy, glaubt mir. So, jetzt haben wir die Sache. Wie gesagt, wir haben dieses persönliche Ding mit Son Goku und eben Meros, dass sie eine Meister-Schüler-Bindung hatten und dass die Ideale hier auch nochmal eine wichtige Rolle spielen. Son Goku wird im nächsten Kapitel anders abgehen. Das wird echt krass sein. Das wird echt richtig, richtig stark sein. Ich bin sehr gespannt darauf. Und hier stellt sich meine Frage und zwar, werden wir nächsten Monat
den Ultra Instinct mit weißen Haaren sehen. Die Sache ist die, wie der Ultra Instinct uns präsentiert worden ist, war es ja ein bisschen ruhiger, ne? Wenn man die Sache gab mit der Kontrolle und so weiter und so fort, auch wenn wir die Trigger-Momente hatten von Son Goku. Wenn wir trotzdem den Master Ultra Instinct sehen, auch wenn das Setup so anders ist, könnte es etwas sein wie der Rage Ultra Instinct. Macht so etwas überhaupt Sinn, in Dragon Ball einzuführen? Würde es überhaupt Sinn machen, in einem neuen Arc wieder eine neue Form zu bringen? Weil, seien wir ehrlich, das sind mittlerweile schon ziemlich viele, muss man sagen. Aber ein Charakter ist gestorben. Son Goku ist ja ziemlich wichtig. Den Ultra Instinct hat er zwar irgendwie drauf, aber nicht ganz. Dann irgendwie so gemischt mit irgendeiner Wut. Wenn man das biologisch betrachtet als Saiyajin, könnte man da schon etwas vermixen, was durchaus interessant werden könnte. Also ich denke, nächsten Monat ist wirklich volle Überraschung, weil das Kapitel wussten wir, okay, Meros wird ein bisschen gegen Moro kämpfen, das eine oder andere wird passieren und die Frage war halt, okay, inwiefern wird Meros helfen, weil wir alle wussten, okay, er wird nicht irgendwie Moro besiegen, aber wir wussten alle, okay, er wird eine große Hilfe sein und genau das ist jetzt in diesem Kapitel passiert. Jetzt haben wir die Sache, wir haben Son Goku am Ende und können uns keinen Reim drauf machen, okay, was wird denn genau passieren, weil Moro wird schon irgendwie auf seine Ziegenfresse bekommen, aber wie genau das aussieht, wie man das genau machen wird, das ist für mich schon so eine kleine andere Sache, was nochmal ziemlich spicy interessant werden könnte für den nächsten Monat und was ich angesprochen hatte mit dem Impact. So, wir haben Meros, Meros ist gestorben und er wird vermutlich nicht wiederkommen. Das heißt, nach dem Arc wird Son Goku, denke ich jedenfalls, sich irgendwie erkundigen bei Whis oder vielleicht sogar eine Audienz bei Zeno verlangen und ja, fragen, hey, kann ich Meros irgendwie wiederbeleben oder kann man da irgendwas machen? Und dann könnte etwas kommen von wegen, nee, es geht nicht, weil die Regeln sind so und die Regeln sind eisern, die werden nicht gebrochen. Und das könnte halt etwas aufbauen, was noch viel später passieren kann. Denn ich denke, es ist wirklich abzusehen, dass wir irgendwann einen Arc bekommen werden, wo alle Universen auf dem Spiel stehen. Weil das Turnier der Kraft war cool, aber das Turnier der Kraft hat auch wirklich etwas geschaffen. Und zwar die Beziehungen zwischen den Charakteren. Wir haben kleine Side-Stories. Wir haben zum Beispiel auch diesen einen Yadrat von Universum 2. War das, glaube ich, der zu Son Goku gesagt hat, beim nächsten Mal bringe ich dir die momentane Teleportation bei. Wir haben so kleine Stories eben, oder auch Vegeta und Toppo. Und ich denke, diese ganzen Synergien, die man geschaffen hat, Kalifa, Son Goku, Hits Son Goku oder die ganzen anderen Charaktere, ich denke, die wird man nochmal benutzen. Ja, dass man halt die Charaktere nochmal zusammenbringen will. Jetzt ist natürlich die Frage, in welchem Arc kann man denn 12 Universen oder beziehungsweise 8, die teilgenommen haben, zusammenbringen? Wie kann man das irgendwie machen? Und da bietet es sich halt an, dass man einen Gegner hat, der alle 12 Universen bedroht. Wer das sein mag, ist natürlich in den Sternen, kann natürlich in Daishinkan sein, ihr wisst das. Also ich meine das immer noch so ein bisschen ernst, ja, dass man vielleicht irgendwann so einen Plot bringen kann, aber ich fühle mich so, als wäre ich zu stark gemimt, wenn ich ein bisschen mehr darüber rede, deswegen lassen wir das hier. Mir geht es aber grundlegend darum, dass dieser Impact davon, dass Meros gestorben ist, obwohl er etwas Gutes gemacht hat, dazu führen kann, dass später, ja, das ganze System von Zeno und der ganzen Universen in Frage gestellt wird und so etwas halt sehr interessant wäre für das Endgame von eben Dragon Ball. Super! Für die nächste Zeit haben wir erstmal Son Goku, der Schellen verteilt und ich denke, das werden ziemlich nice, spicy Schellen werden, die er verteilen wird. Und ja, Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie steht ihr zu diesem Kapitel, wie steht ihr zu Meros, wie gefällt euch das und was glaubt ihr, holt Son Goku dann nächsten Monat gegen Moro? Ich bin gespannt, weil das sind ziemlich viele Fragen, die sehr viele verschiedene Antworten bringen können und falls ihr Bock habt, mache ich vielleicht auch mal im Laufe der Wochen noch ein extra Video zu dem Dragon Ball Super Stuff, was gerade abgeht, aber ich bin mir ein bisschen unsicher wegen Manga Stuff, wie das Interesse bei euch da aktuell aussieht. Wie immer muss ich aber hier sagen, bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen von diesem Video hier. Wenn es dir gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dem Video hier da und nicht zu vergessen ein Abo auf den Kanal, damit helft ihr mir wirklich ungemein. Ich bin damit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, haut rein!